Was kommt Ihnen in den Kopf, wenn Sie an Rewe denken? Lebensmittel. Oh, da gehe ich morgens immer einkaufen und kaufe meine Brötchen. Supermarkt. Noch was anderes außer Lebensmittel? Müsste ich jetzt nein sagen. Ist das wirklich so? Hannover Stadtzentrum. Wir schauen uns um. Wie viele Märkte hier in Hannover gehören zum Rewe-Konzern? Überall in der Stadt gut sichtbar, die klassischen Rewe-Supermärkte. Ein Dutzend insgesamt. Außerdem Penny, auch der Discounter gehört zu Rewe. Genau wie im Umland von Hannover, Thum, Promarkt und Nahkauf. Außerdem jede Menge Reiseunternehmen. Die Rewe Group ist riesig. Jeden Tag arbeiten 310.000 Mitarbeiter der Rewe Group in 14 Ländern für dasselbe Ziel. Umsatz fast 50 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Der Wachstumsmotor des Unternehmens, die 2.800 Rewe-Supermärkte in Deutschland. Mit ihnen macht Rewe das meiste Geld. Und die wollen wir uns genauer anschauen. Freundlich haben wir Rewe schon vor Wochen über den NDR-Check informiert, wollten mit dem Konzern ins Gespräch kommen, aber keine Reaktion. Stattdessen einige Zeit später ein mehrseitiger Beschwerdebrief, adressiert direkt an den Intendanten. Rewe versucht mich anzuschwärzen, beschwert sich über meine Anfrage. Ein Vorwurf, ich sei gar keine Mitarbeiterin des NDR. Und noch absurder. Dass Presseanfragen den Ruf des NDR beeinträchtigen, Das wusste ich auch noch nicht. Also das ist eine Frechheit. In unseren Augen ein Manöver, um uns einzuschüchtern. Das geht ja gut los. Wir checken die Rewe-Supermärkte trotzdem. Und das sind unsere Kategorien. Wir schauen auf den Preis und wie er entsteht. Außerdem auf die Qualität der Produkte. Uns interessiert das Thema Verkaufstricks und wie Rewe mit seinen Mitarbeitern umgeht. Unser erster Check, der Preis. Für welches Preisniveau hat Rewe? Also eher im oberen Bereich, denke ich. So wie Edeka. Mit Aldi, Lidl. Nee, wird schon ein bisschen teurer sein. Wie teuer ist Rewe im Vergleich zu anderen Supermärkten und Discountern? Wir gehen einkaufen. Dinge des täglichen Bedarfs. Salz. Und Cola. Cola ist gut. Ich bin noch für einen Sekt. Aha. Knapp 25 Lebensmittel. Und das kaufen wir jetzt? Ja, Kimmelus. Okay. Markenprodukte und Eigenmarken. Zuerst bei Rewe. Für unseren Preisvergleich holen wir die gleichen Produkte auch noch bei Edeka, Lidl und Netto. Wo haben wir am meisten bezahlt? Das wollen wir in der Hamburger Innenstadt wissen. Zur Auswahl 4 Körbe mit gleichem Inhalt. Wir haben überall die gleichen Produkte drin, knapp 25 Produkte, Markenprodukte und Eigenmarken. Jetzt möchten wir von Ihnen wissen, welcher Korb war am teuersten? Edeka. Edeka ist der teuerste. Und welcher ist der günstigste? Würde ich Lidl sagen. Ich würde sagen, der günstigste Lidl und der teuerste könnte auch Rewe sein. Ich würde Edeka sagen. Ja gut, dann nehmen wir Edeka. Sie nehmen Edeka. Ja, Edeka ist der teuerste. Was ist denn dann der günstigste? Der günstigste ist Netto. Nee, ich würde sagen Lidl. Ja. Willst du mal nachschauen, weil hinten drauf sind die Preise. 31,53 Euro Rewe. Damit hat Rewe den teuersten Korb. 20 Cent billiger ist Edeka. Dann kommt Netto und am günstigsten mit 29,06 Euro ist Lidl. Also habe ich recht. Lidl ich recht? Ist der günstigste. Ja, ist der günstigste, hatte ich ja gesagt gehabt. Ich dachte, Netto wäre das preiswerteste. Aber Rewe war ja richtig. Überraschend, zwischen dem günstigen Lidl-Korb und Rewe liegen gerade mal 2,50 Euro. Dass es so knapp ist zwischen den einzelnen Handelsketten, hätte ich nicht erwartet. 2,50 Euro Unterschied. Aber es tut sich nichts. Also deswegen würde ich nicht den weiteren Weg gehen, um dann da vielleicht 2 Euro zu sparen. Wenn man dann Großeinkauf macht, dann wird es irgendwann schon mehr Unterschied. Dann spürt man das schon noch mehr im Portemonnaie. Ja. In unserem Experiment ist Rewe der teuerste Markt, allerdings nur geringfügig. Und was passiert, wenn wir alle Markenprodukte herausnehmen und nur die günstigen Eigenmarken übrig bleiben?
Für diesen Vergleich nehmen wir auch noch Marktführer Aldi mit ins Boot. In jedem Korb sind wie gehabt die gleichen Produkte. Wie steht Rewe jetzt da? Was glauben Sie, ist der teuerste Korb? Edeka. Entweder Edeka oder Netto, eins von den beiden auf jeden Fall. Ist das teuerste, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Und was ist das günstigste? Das günstigste wird Aldi sein. Aldi. Nee, Rewe, weil es Ja-Produkte sind. Ach so, ja, stimmt. Oder? Ich sag Aldi. Ich glaube auch Aldi. Ich glaube Rewe. Okay, wollen wir aufdecken? Okay. Rewe 8,75. Netto 9,03. Und dann? Ah, gleich. Ah, gleich. Aldi und Rewe. Okay. Machst du Lidl? Auch gleich. Okay. Und Edeka mit 9,06 Euro, okay. Der teuerste. Okay. Sind Sie überrascht? Ja. Ich sagte Ihnen ja, ich hab's geahnt. Ja. Aber geglaubt habe ich es vorher nicht. Aufgefallen ist mir schon bei Rewe, dass diese Ja-Marke halt ziemlich günstig ist, aber zeitgleich auch diese teuren Marken angeboten werden. Ne? Also das ist schon alles dabei. Fazit, auch im klassischen Rewe-Supermarkt kann man so günstig einkaufen wie bei Aldi. Vorausgesetzt, man kauft die Ja-Eigenmarke. Der Spot war billig, aber das Produkt ist wirklich gut. Ja, Markenbutter, 250 Gramm, nur 99 Cent. Ja, clever sparen. Rewe, jeden Tag ein bisschen besser. Rewe wirbt offenbar mit Niedrigpreisen. Aber warum kann Rewe so billig sein wie Aldi? Das möchte ich von einem Profi wissen. Peter Wippermann beobachtet seit Jahrzehnten, wie und was wir in Supermärkten einkaufen. Wie kommt das, dass es wirklich genau der gleiche Preis ist? Ja, die Anbieter beobachten sich untereinander und man versucht sozusagen den Wettbewerbsvorteil des Konkurrenten möglichst schnell zu nivellieren. Und dadurch tarieren sich die Preise aus. Verändert Aldi die Preise, zieht Rewe sofort nach. Das freut uns Deutsche, denn wir mögen es billig. Kaum eine Nation in Europa gibt weniger Geld für Lebensmittel aus als wir. Gerade einmal 11% unseres Einkommens. Man möchte in erster Linie satt werden. Genuss ist etwas, was man sich zu den Feiertagen früher gegönnt hat. Die Idee, dass man sich selber verwöhnt, das ist etwas, was im Lebensmittelmarkt eben bei uns nicht so ausgeprägt ist. Die besten Jahre der Discounter sind dennoch vorbei. Supermärkte legen wieder zu, erfahre ich. Denn sie bieten zusätzlich zu den günstigen Produkten auch noch ein sauberes Image. Vorreiter hier tatsächlich Rewe. Weil sie das Thema Umwelt, das Thema Bio und Regio, aber auch das Thema soziale Verantwortung sehr klar und deutlich in den Vordergrund schieben. Das heißt, man hat ein gutes Gefühl, einfach in diese Läden zu gehen. Ein gutes Gefühl für uns alle, aber hält das auch der Realität stand? Beispiel Eigenmarken. Neben der Billiglinie Ja gibt es bei Rewe auch die teure Eigenmarke Rewe. Aber was genau unterscheidet die beiden? Ist hier teurer wirklich besser? Das will ich herausfinden. Ich bin in Volzum in der Nähe von Braunschweig. Helfen wird mir die örtliche Männerkochrunde, Profis in Sachen Geschmack. Den Nachtisch habe ich dabei. Das Hauptgericht kreieren die Herren, Steinbeißerfilet auf Zucchini-Julienne. Regelmäßig treffen sie sich im Dorfhaus und kochen. Möchten Sie das mal probieren? Gerne. Brauchen wir dazu irgendwelche Fähigkeiten? Nur zwei Hände. Nur zwei Hände habe ich. Warum kochen? Was ist so faszinierend? Spaß. Ja? Ja, immer nur Spaghetti ist ja auch ein bisschen langweilig. Wir sind ja Nachbarn oder man kennt sie aus der Feuerwehr und das ist einfach eine Gemeinsamkeit, die man zusammen pflegt und das ist besser als Fernsehgucken abends. Erfahrungen mit Rewe, bislang alles okay. Von der Qualität her auf jeden Fall vergleichbar mit den anderen Märkten auch. Ruhe sein, ich hoffe es schmeckt allen. Vielen Dank. Sieht sehr gut aus. Und schmecken tut's noch besser. Zeit für meinen Nachtisch. Ich habe von beiden Rewe-Eigenmarken die gleichen Produkte mitgebracht. Ich fülle sie in neutrale Behälter um und markiere sie. J für Ja, R für Rewe. Lohnt es sich, mehr auszugeben für die teurere Rewe-Eigenmarke? Und wir fangen an mit... Brot. Und Sie? Eine Farbe?
Möchten mir jetzt bitte gleich mal sagen, ob Sie Unterschiede schmecken. Greifen Sie zu. Das ist doch... Genau gleich, riecht genau. Gleich, ist die gleiche Konsistenz. Riecht ich genauso. Ich sehe ja keinen Unterschied. Ja, also genau hier das Gleiche, wie es hier auf dieser Seite. Also, ich merke auch keinen Unterschied. Keinen Unterschied. Schmeckt gleich, ja. Einfach nur in die andere Tüte eingetütet. Wir schauen auf die Verpackung. Beide Brote heißen gleich. Inhaltsstoffe und Kalorien stimmen offensichtlich überein. Der Preis allerdings nicht. Vom Geschmack her, von der Konsistenz her, kann man da ruhig das Billige nehmen. Und fast einen Euro sparen. Jetzt Champignons. Ganze Köpfe, erste Wahl. Das Rewe-Glas aber kostet fast das Doppelte. Ach, jetzt wieder ein wenig Pilzwasser getrunken. Und? Kein Unterschied. Kein Unterschied. Schmeckt beides nicht wirklich. Frank und Matthias aber schmecken einen Unterschied heraus. Sie mögen die dunklen Pilze links lieber. Sie glauben, das ist das teurere Produkt. Bei Ihnen? Das denke ich ganz genau. Ja? Hier versucht man, weil man ja in das Glas reingucken kann, da auch ein bisschen den Kaufreiz noch zu erhöhen. Dann gucken wir jetzt mal drunter. Ist das Ja-Produkt, ist das günstigere Produkt? Das heißt, Ihnen haben sogar die günstigeren Pilze besser geschmeckt. Und die fanden Sie auch optisch ansprechender. Ja. Weiter geht es mit Mandarinen. Beide Produkte sind leicht gezuckert, haben die gleiche Kalorienangabe. Die Links aber sehen knackiger aus und schmecken auch besser. Alle sind sich einig. Wir gucken nach. Da. Und? Rewe. Ein R wie Rewe. Hier also lohnt es sich tatsächlich etwas mehr Geld auszugeben. Wir machen weiter. Saure Sahne. Das Rewe-Produkt deutlich teurer. Zutaten, Konsistenz und auch der Geruch. Kein Unterschied. Welche schmeckt besser? Gleich Unterschied. Wirklich kein Unterschied. Überhaupt kein Unterschied. Das Gleiche. Auch identisch die Betriebsnummer. Wir checken, wo die saure Sahne produziert wurde. Auf der Internetseite vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Beide Produkte kommen aus demselben Werk. Hansamilch in Upahl, Mecklenburg-Vorpommern. Also ich glaube nicht, dass die zwei Chargen machen. Einmal die Billigmarke und einmal die teurere Marke. Ich denke, das ist der gleiche Eimer, aus dem das kommt. Das ist eigentlich Beschiss am Kunden. Für den, der wirklich dann das teurere Produkt kauft, dem wird er das Geld aus der Tasche zogen für nichts sozusagen. Wir haben Rewe mit unseren Recherchen konfrontiert. Zur sauren Sahne schreibt uns das Unternehmen, Ursache für den Preisunterschied sei der kleinere Becher. Er führe zu höheren Produktionskosten. Dass es sich um das gleiche Produkt handelt, streitet Rewe nicht ab. Beim Sandwich Toast behauptet Rewe, das Brot habe zwar die gleichen Inhaltsstoffe, aber nicht die gleiche Rezeptur. Wir aber haben bei unserer Blindverkostung dennoch keinen Unterschied festgestellt. Fazit, bei der teuren Eigenmarke langt Rewe kräftig zu. Dabei sind die günstigen Ja-Produkte mitunter genauso gut. Apropos günstig. Rewe hat jede Menge Tiefspreise, zum Beispiel bei der Milch, wie ein Werbespot verdeutlicht. Voll Milch, voll gut, voll günstig. Ja, frische Vollmilch, 3,5% Fett, 1 Liter nur 57 Cent. Ja, clever sparen. Rewe, jeden Tag ein bisschen besser. Zum Zeitpunkt unseres Drehs kostete die günstigste Milch bei Rewe sogar nur 45 Cent. Lebensmittel so günstig anbieten, auf wessen Kosten geht das? Immerhin präsentiert sich Rewe in seiner Eigenreklame als faires Unternehmen. Wir entscheiden wohlüberlegt. Und ringen immer um die beste Lösung. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Behandelt Rewe auch die Erzeuger so gut? Rainer hat eine Adresse für mich. Ein Milchbauer aus Niedersachsen. Seine Milch landet auch in Rewe-Produkten. Und der ist auch bereit, sich filmen zu lassen und uns auch da entsprechend was zu erzählen. Neetze, Landkreis Lüneburg. Der Hof der Wolters. Ein Familienbetrieb seit über 350 Jahren. Hallo. Wir sehen uns gleich. Vor dem Interview muss noch das hungrige Vieh versorgt werden mit Silage und Kraftfutter.
Genau 102 Kühe stehen in Ottfried Wolters Stellen. Jede hat einen Namen. Das heißt, Sie haben 102 Frauennamen im Kopf? Ja, wenn ich gut drauf bin, ja. Und Sie können ja auch alle unterscheiden? Ja. Aha. Und welches ist zum Beispiel eine dienstälteste Kuh? Die dienstälteste Kuh, das ist Franziska hier. Die wird jetzt, ja, ich glaube, 80.000 Kilo hat sie jetzt schon bald gegeben. Der wichtigste Frauenname in seinem Leben aber lautet Kerstin. Seine Ehefrau, ich treffe sie im Melkstand. Aufgestanden ist sie wie immer um 5 Uhr in der Früh. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, immer diesen Überlebenskampf im Rücken zu haben. Das macht die Sache schon schwer. Aber Sie machen trotzdem weiter? Ja. Weil Milchviehhalter ist man, glaube ich, so die meisten. Das ist Idealismus, so mit Herz und Blut. Und das gibt man nicht einfach so auf. Auch nicht, wenn der Milchpreis schon wieder fällt. Zum Zeitpunkt meines Drehs bekommen die Wolters für einen Liter nur noch 27 Cent von ihrer Molkerei, weil die Supermärkte nicht mehr zahlen wollen. Ist das ein fairer Preis? Das ist also schon unterhalb der Schmerzgrenze. Ne? Wenn Sie jetzt mal spaßenshalber Ihren Stundenlohn errechnen würden, wie hoch wäre der? Habe ich nicht. Auch nicht spaßenshalber. Aber auf jeden Fall denke ich, mit Hartz IV würden wir besser fahren mit Ihrem Stundensatz. Im Durchschnitt hat sich der Milchpreis in den letzten Jahrzehnten kaum verändert. Diesel, Dünger oder Futter aber kosten heute ein Vielfaches. Die Folge, immer mehr Milchbauern müssen ihre Höfe schließen. In Niedersachsen waren es in den letzten 10 Jahren mehr als ein Drittel. Das ist schon traurig und das fällt auch ganz vielen, das merkt man schon, schwer. Dass da hängt eben viel dran. Und ich kenne welche, die aufgehört haben unter echt Tränen und dabei auch krank geworden sind. Ne? Das ist, da zerbricht schon was in einem. Wenn Sie mit dem Rewe-Chef sprechen können, was würden Sie ihm sagen? Den würde ich mal einladen, 14 Tage mindestens hier die Arbeit mitzumachen, alles mitzumachen, die Situation kennenzulernen. Und ihn dann fragen, ob er findet, dass der Milchpreis gerechtfertigt ist. 20 Uhr, endlich Feierabend. Zum Abendbrot sind noch zwei andere Milchbauern gekommen. Auf dem Tisch auch günstige Lebensmittel aus dem Supermarkt. Im Moment, wo die Milchpreise wieder sehr niedrig sind, da muss man auch schon auf den Preis achten, das ist ganz klar. Wir gehen ja mit einem schlechten Gewissen wieder raus. Aber es ist so. Die Milchbauern fühlen sich ausgenutzt, vor allem auch von Supermärkten wie Rewe. Die Supermärkte, denke ich mal, sind die Diktatoren der Molkereien. Und wir haben, ich glaube, über 80% der Lebensmittel, die über 5 große Supermärkte vermarktet werden. Was bedeutet, dass sie natürlich auch eine unheimliche Macht haben und diese Macht natürlich auch ausspielen. Rewe schreibt uns dazu, das Unternehmen verhalte sich beim Milchpreis marktkonform. Was geht denn einem vor, wenn man im Supermarkt ist und dann stehen da diese Milchpreise und Sie produzieren die Milch mit sehr viel Aufwand und sehr viel Mühe und Engagement und dann diese kleinen Preise im Supermarkt? Da steigt einem die Wut hoch. Also kann ich wirklich sagen, da denkst du wirklich nur, das ist so echt eine totale Scheiße. Die Preisdruckerei macht den Milchbauern das Leben schwer und Rewe ist Teil des Systems. Unser nächster Check. Die Qualität. Wie gut ist die Qualität von Rewe? Oh, die ist gut. Also da kann man nichts sagen. Also mittelmäßig. Warum? Ich denke, so frische Artikel kann man am besten auf dem Markt kaufen. Es ist immer alles frisch und lecker und keine abgestandenen Sachen. Und das Obst ist immer super. Also kann ich nicht anders sagen. Lavoriamo per i nostri clienti. Erfüllen Wünsche. Wie gut sind die Lebensmittel bei Rewe? Ich kaufe ein in 3 Rewe-Filialen in Schleswig-Holstein. Überall die gleichen Produkte. Frisches Obst der Saison. Kirschen und Erdbeeren. Außerdem Pilze und Fleisch. Hack- und Grillfleisch. Beides vom Rewe-eigenen Lieferanten Wilhelm Brandenburg. Wichtig, die Kühlkette darf beim Transport nicht unterbrochen werden. Für all diese Produkte gelten gesetzliche Qualitätsstandards. Werden sie eingehalten? Das will ich im KIN-Labor in Neumünster herausfinden.
Michael Benner wird für uns die Untersuchung übernehmen. Zunächst die sensorische Prüfung. Wir beginnen mit den Erdbeeren. Aus Deutschland, Handelsklasse 1. Dann sieht man eben schon hier großflächige Druckstellen, wo eben dann auch die Mikroorganismen und vor allen Dingen auch die Schimmelpilze dann Möglichkeiten haben, ins Fruchtfleisch einzudringen. Etwa die Hälfte aller Erdbeeren in dieser Schale hat Mängel. Druckstellen, Flecken, Saft tritt aus. Man kann ja mal so eine anschneiden, und um zu sehen, dass sie tatsächlich schon in die Tiefe eingedrungen sind. Sein Urteil? Die Schale hätte überhaupt nicht verkauft werden dürfen. Die zweite Schale. Riecht also noch sehr aromatisch nach Erdbeeren. Ja. Schauen wir mal. Aber wie sieht's im Inneren aus? Nicht viel besser. Etwa ein Drittel der Früchte hat Druckstellen oder ist matschig. Man sollte eine solche Packung eigentlich für den Verbraucher nicht mehr anbieten. Auffällig bei der dritten Schale, viele Früchte sind noch nicht reif. Und was ist das? Erde, ne? Oder was ist das? Ich gehe davon aus, dass das Schimmelpilzbelag ist. Fazit des Experten: Alle drei Schalen sind so nicht verkehrsfähig. Die Kirschen, Handelsklasse 1. Auch hier beschädigte Früchte. Man kann hier so einzelne sehen, die hier schon ein bisschen so eine Art Lochfraß haben. Ja. Hier mit Druckstellen, die auch schon verschorft sind. Doch es sind nur wenige nicht in Ordnung. Das gleiche bei Probe 2 und 3. Das ist noch eine vernünftige Qualität für den direkten Verzehr. Jetzt die Pilze. Champignons aus Deutschland. Das ist eine Handelsklasse 1. So wie es deklariert ist, würde das entsprechen. Weiter mit dem Hackfleisch. Sensible, leicht verderbliche Ware. Hackfleisch ist tatsächlich ein frisches Produkt und das ist auch eines der wenigen Produkte, das kein Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern ein Verbrauchsdatum hat. Benner rät mir, nach Ablauf dieses Datums Hackfleisch auf keinen Fall mehr essen. Schon mal gut, die Verpackung scheint dicht zu sein. Ist das Fleisch frisch? Ist in Ordnung, ja. Das geht jetzt ab ins Labor. Das geht jetzt in die Mikrobiologie. Genau wie das marinierte Grillfleisch. Bei der mikrobiologischen Untersuchung lassen wir das Fleisch auf Verderbskeime und Krankheitserreger untersuchen. Ein Teil der Proben wird verdünnt und auf Nährböden gespritzt. Die Probe für die Salmonellenuntersuchung kommt in einen warmen Brutschrank. In einer Woche kann ich die Ergebnisse abholen. In der Zwischenzeit schaue ich mir die Bioprodukte von Rewe ein wenig genauer an. Bio ist Trend und den will Rewe auf keinen Fall verpassen. Das vermittelt auch die Werbung. Ich will wissen, wo unsere Produkte herkommen, denn ich möchte nachhaltig handeln und nicht einfach nur verkaufen. Deshalb arbeite ich bei Rewe. Nachhaltig handeln. Bei Rewe geht das manchmal auch ganz schön schief. Wie bei der Biotüte. Laut Werbung 100% kompostierbar. In Wirklichkeit aber verrottet sie nur langsam. Ist in der Praxis für den Kompost kaum geeignet. Rewe hat die Tüten mittlerweile wieder vom Markt genommen. Die Bio-Linie bei Rewe heißt Rewe Bio. Etwa 350 Produkte zu erschwinglichen Preisen, wie auch die Werbung zeigt. Der neueste Sensationsrabatt bei Rewe. 10% auf alle Rewe Bio-Produkte bis diesen Samstag. Rewe, jeden Tag ein bisschen besser. Ich war wieder einkaufen. Ausschließlich Bioprodukte. Auf ihnen finde ich drei verschiedene Biosiegel. Aber was bedeuten sie? Und warum sind es so viele? Ich treffe Armin Wallet, Verbraucherschützer. Alleine auf dieser Milchverpackung gibt es drei Siegel. Das ist doch ziemlich verwirrend für den Verbraucher. Das ist richtig. Da kriegen wir auch immer wieder Beschwerden. Verbraucher blicken da nicht durch. Auf allen Rewe Bioprodukten das sechseckige deutsche Bio-Siegel. Es garantiert Mindeststandards für Bio-Lebensmittel.
Das heißt, ohne Gentechnik, ohne synthetische Pestizide, kein Kunstdünger, keine Bestrahlung. Das sind so die Grundkriterien für Bio und das legt das Mindestmaß fest durch eine EU-Öko-Verordnung. Apropos EU. Dieses Siegel ist das EU-Bio-Siegel. Es muss seit neuestem auch noch mit drauf auf die Verpackung. Aber das ist nicht bekannt. Deshalb wird es eher kleingedruckt am Rande aufgeführt, weil die Verbraucher mit dem Zeichen nichts anfangen können. Aber auch das sagt hier, Mindeststandard Bio ist hier eingehalten. Beide Siegel stehen also für dieselben Mindeststandards. Bei den Kontrollen allerdings kann es Unterschiede geben. So eine Grundtendenz kann man sagen, je weiter weg, je mehr Zutaten von auch oftmals aus Drittländern außerhalb der EU dazukommen, umso eher kann hier natürlich betrogen werden. Denn Papier ist geduldig und nicht jeder Kontrolleur nimmt es sehr genau. Trotz dieses EU-Siegels? Trotz dieses EU-Siegels. Auf etwa einem Drittel aller Bioprodukte von Rewe ist auch noch das Siegel von Naturland. Es gehört zu einem deutschen Anbauverband. Bisher hatten wir ja den Mindeststandard und hier ist das Naturlandsiegel drauf, um zu dokumentieren. Wir haben weitergehende Richtlinien, wir haben schärfe Kriterien zur Tierhaltung und bei den Zusatzstoffen. In konventionellen Lebensmitteln sind etwa 320 Zusatzstoffe zugelassen. Die europäische Bio-Richtlinie erlaubt hingegen nur 47. Naturland sogar nur noch 21 Zusatzstoffe. Weiteres Beispiel die Fischzucht. Die EU erlaubt in einem Kubikmeter Wasser 25 Kilo Bioforellen. Bei Naturland sind es weniger als die Hälfte, nur 10 Kilo. Für die Rewe Bioforellen also viel mehr Platz. Die große Auswahl bei Bioprodukten, ein deutlicher Pluspunkt für Rewe. Ich bin wieder in Neumünster. Die Laborergebnisse sind da. Wir hatten Fleisch von Rewe auf Keime untersuchen lassen. Sieht ja sehr dramatisch aus. Ist es aber nicht. Keime in Lebensmitteln sind normal. Entscheidend ist, wie viele es sind. Unsere Proben von Rewe waren unbedenklich. Bei den Fleischerzeugnissen und auch Hackfleischprodukten eine sehr gute Qualität, sowohl mikrobiologisch als auch sensorisch. Anders bei den Erdbeeren. Die Untersuchung hat den Schimmelbefall bestätigt. Fazit: Die drei untersuchten Erdbeerschalen hätte Rewe nicht mehr verkaufen dürfen. Die Qualität der restlichen Lebensmittel hingegen ohne Beanstandung. Rewe bestätigt unsere Kritik und schreibt uns, die Erdbeeren würden den Rewe-Qualitätsanforderungen nicht entsprechen. Auch andere Kunden hätten sich schon zu Recht über die Qualität beschwert. Verkaufstricks. Ich bin zurück in Volzum. Kennt die Männerkochrunde das auch? Dieses Phänomen, das immer mehr im Einkaufskorb landet als geplant. Was ist es im Supermarkt, was Sie dann motiviert zuzugreifen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es passiert einfach. Es passiert? Ja. Haben Sie das Gefühl, Sie haben die Kontrolle oder der Supermarkt hat die Kontrolle, wenn Sie einkaufen? Eigentlich hatte ich schon meistens das Gefühl, ich habe die Kontrolle, aber ich glaube, das ist nicht immer so. Wir machen einen Versuch. Die Volzumer sollen diese ganz normalen Lebensmittel kaufen, aber nicht nur das. Wenn Sie irgendwas sehen, was Sie anspringt, was Sie kaufen möchten, wo so ein Kaufreflex entsteht bei Ihnen, einfach einpacken. Nachgeben, genau. Endlich mal willenlos. Sie dürfen shoppen. Was bringen unsere Tester mit und vor allem warum? Eine halbe Stunde später sind alle zurück. Die Körbe und Taschen gut gefüllt. Die waren auch auf einem extra Aufsteller. Das heißt, also, die waren wirklich präsentiert. Nehme ich mit. Da muss ich sagen, das war die Verpackung auch wieder. Die hat mich da inspiriert. War auch schön in Augenhöhe drapiert. Also. Ja. Es duftet natürlich auch sehr lecker. Ja, das ist einfach instinktiv. Ich gehe dann dahin. Ich will es einfach haben. Das Brot will zu Ihnen und Sie wollen zum Brot. Richtig. Warum fällt es uns manchmal so schwer, Nein zu sagen im Supermarkt? Was verführt, was manipuliert uns? Testeinkauf mit einem Fachmann. Rewe hat uns keine Drehgenehmigung gegeben. Wir drehen daher in einem anderen Markt. Aufgebaut wie auch Rewe-Märkte nach branchenüblichen Kriterien. Gleich hinter dem Eingang Obst und Gemüse. Die sogenannte Bremszone.
Sonst würden sie wirklich in den Laden reinrennen und gar nicht richtig runterkommen. Und worum es in einem Geschäft geht, ist ja auch um die Atmosphäre, das heißt um die Verweildauer. Was man gerne möchte, ist, dass die Leute sich wohlfühlen und möglichst lange bleiben. Und je wohler sich die Menschen fühlen und je länger sie bleiben, desto mehr Geld geben sie aus. Ja. 70% unserer Kaufentscheidungen im Supermarkt sind spontan. Die waren deshalb mit Bedacht sortiert. Auf Augenhöhe stehen meist die teuren Produkte, denn hier greifen wir automatisch hin. Die günstigen Dinge stehen auch bei Rewe oft weiter unten, in der Bückzone. Und bücken ist ganz schön anstrengend. Weiter geht's an unzähligen Produkten vorbei. Diese Produkte sagen, hallo, kauf mich. Ne? Also wenn ein Stuhl sagt, setz dich, ja? oder ein Bier sagt, trink mich, genauso sagen die Produkte, kauf mich. Ich kaufe nicht immer das, was ich nur brauche. Leider nicht. Und von der Stimmung her, glaube ich, ist man erst ganz glücklich, dass man was Tolles errungen hat. Und wenn man dann zu Hause ist, denkt man so, hätte ich eigentlich nicht gebraucht. Das System der Verführung in Supermärkten ist ausgeklügelt. Schlüsselreize überall. Düfte, Farben, der Bodenbelag, das Licht. Warum sieht das so lecker aus? Weil es lecker beleuchtet ist. Das wirft so ein leicht rosa Licht auf das Fleisch. Und es ist im Endeffekt so, dass das Rote des Fleisches dadurch besser zur Geltung kommt. Auch wichtig beim Einkaufen, die Musik. Wenn sie klassische Musik spielen, kaufen die Leute mehr Wein. Wenn sie Top 40 spielen, kaufen die Leute mehr Bier. Weil eben, ja, weil es halt eben der Verwendungsanlass ist. Die direkte Tour, Rabatte oder Gratisangebote, die versetzen unser Gehirn in Hochstimmung. Was wichtig bei einer Gratisgeschichte ist, ist es, dass es sofort ist. Also das ist am stärksten, wenn es jetzt so ist wie hier, dass man eben gleich was mitnehmen kann. Apropos mitnehmen, die letzte Herausforderung, der Meter vor der Kasse, die gefürchtete Quengelzone. Süßigkeiten zum Greifen nah und das nicht nur für Kinder. Im Endeffekt ist es noch einmal der große Test ihres Willens. Wenn sie durch den Supermarkt durch sind und haben die ganze Zeit lang der Versuchung widerstanden, kann es doch eben sein, dass sie am Ende doch nochmal schwach werden und sich dann doch eben noch was mitnehmen. Und was hilft nun gegen den Kaufrausch im Supermarkt? Vorher schon was essen, damit man nicht hungrig einkaufen geht. Oder ungeduldige Männer. Wenn man einen Mann einkaufen geht, kauft man nur die Hälfte dessen ein. Und ich meine, im Endeffekt ist die Frage, was man möchte. Also wenn sie nicht viel einkaufen wollen, ist es gut mit dem Mann. Andererseits fehlt ihm vielleicht auch die Hälfte zu Hause. Oder er beschwert sich, wenn seine Lieblingswurst nicht da ist. Männer ist ein gutes Stichwort. Ich bin wieder in Vollzum bei unserer Männerkochrunde. Wir stärken uns für eine besondere Nachtschicht. Denn die Verführung im Supermarkt gibt es bei Rewe auch nachts. Und nicht zu viel Wein, sonst schlafen wir ein. Oh, das reimt sich. Geht wirklich noch jemand nach 20 Uhr einkaufen? Wir wollen es wissen. Und zwar in drei Märkten. Der erste um die Ecke im kleinen Kremlingen, geöffnet bis 22 Uhr. Eine Filiale in Wolfenbüttel, sie verkauft bis 23 Uhr. Und eine in Braunschweig, heute offen bis 23:30. Was glauben Sie, was wir heute Abend erleben werden? Also es werden nicht die Massen reinströmen und rausströmen, das glaube ich nicht. Mhm. Vielleicht ein paar Partygänger, die ja, noch sagen, so, ich brauche jetzt noch eine Tüte Chips oder ich muss irgendwie noch ein bisschen Bier mitbringen. Ja. Wir machen uns auf den Weg. 20.30 Uhr, Braunschweig. Heute am Samstag hat der Rewe hier bis 23:30 geöffnet. Mit dabei Anna Franks-Hündin. Vor dem Rewe ein stetes Kommen und Gehen. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81. Und das in einer Viertelstunde oder so? Ja. Das überrascht mich jetzt erstmal schon. Was hast du gekauft? Was mir noch gefehlt hat für morgen und für die nächsten Tage. Und das ist Mundwasser? Und Sellerie. Und Sellerie. Genau. Super praktisch. Also für mich oftmals die einzige Möglichkeit einzukaufen. Ja. Tatsächlich. Wie habt ihr das früher gemacht, als die Supermärkte um 20 Uhr geschlossen haben? Da hat's Mama gemacht. Derweil in Wolfenbüttel. Überraschend auch hier noch einiges los. Viele junge Leute, die vor allem Alkohol kaufen oder zurückbringen. In der ersten halben Stunde immerhin 75 Kunden. Damit wir dagegen nicht so auffallen. Gleiche Zeit in Kremlingen. Auch hier wird bei Rewe noch eingekauft. Das ist doch immer noch ein Kommen und Gehen. In einer knappen halben Stunde waren schon 26 Leute hier.
22 Uhr, Braunschweig, erstes Zwischentief. Aber nicht bei den Rewe-Kunden. Mehr als 350 Käufer. Um wieder munter zu werden, war ich selbst einkaufen. Ein bisschen was zur Stärkung. Oh. In Bremen ist echt was los. Drei Kassen haben offen, überall sind Schlangen. Es ist wirklich, also die Leute wuseln durch den Laden. Und es sind nicht nur junge Leute, also es sind auch ältere Leute und es ist querbeet. Ja. Hi, noch eine. Noch eine. Wie findest du das, dass man noch so spät einkaufen kann? Ja, für mich als Kunden gut, wenn ich selbst an der Kasse sitzen würde oder wenn ich dann noch irgendwelche Regale einpacken müsste, dann natürlich nicht so dolle. Aber ja, jetzt bin ich halt der Kunde und dementsprechend profitiere ich gerade davon. 22 Uhr, in Kremlingen hat sich der Rewe geleert. Die letzten Kunden verlassen die Filiale. Genau 100 Leute von 20.30 Uhr bis 22 Uhr. Eine Stunde später um 23 Uhr in Wolfenbüttel. Der Rewe-Markt macht zu. 377 Leute, das habe ich nicht erwartet. Abschlusstreffen, 11:45 Uhr, Braunschweig. Auch hier hat der Rewe nun geschlossen. Unser Ergebnis. Kremlingen, genau 100 Kunden. Wolfenbüttel knapp 400 und Braunschweig knapp 800 Kunden. Das heißt, der Eindruck ist, Sie sind schon überrascht darüber, wie viel abends vor Rewe los ist. Ja, richtig, genau, erstaunlich. Wie ist es bei Ihnen? Ich würde sagen, so im Notfall kann man das mal machen, aber wenn es so ist, dass man um 22 Uhr unbedingt noch was zu essen braucht, dann würde ich essen gehen. Die Verführung im Rewe funktioniert also bestens und das auch nachts. Manche Rewe-Filiale macht mittlerweile 10% ihres Wochenumsatzes nach 20 Uhr. Erwirtschaftet auch durch die Rewe-Mitarbeiter. Eine Vision. Die beste Leistung für Kunden, Kaufleute und Mitarbeiter. Was glauben Sie, wie die Mitarbeiter von Rewe bezahlt werden? Eher nicht so hoch. Also eher geringe Gehälter, glaube ich. Ich hoffe und denke, dass sie gut bezahlt werden. Nicht so gut, glaube ich. Im Firmenleitbild wird behauptet, Rewe ist für die Mitarbeiter ein zuverlässiger Partner. Sie liegen dem Unternehmen besonders am Herzen. Wirklich? Ich bin auf dem Weg zu einer Rewe-Mitarbeiterin. Nennen wir sie Sandra. Zu ihrem eigenen Schutz möchte sie anonym bleiben. Sandra ist gelernte Fachverkäuferin, arbeitet seit fast 20 Jahren bei Rewe. Ihr Verdienst momentan 6,50 Euro die Stunde. Man fühlt sich ja wie der letzte Mensch. Man geht da arbeiten und wird im Endeffekt mit einem Hungerlohn abgespeist. Ungerecht. Extrem ungerecht. Zumal andere Rewe-Mitarbeiter viel mehr verdienen, nämlich den Tariflohn. Bezogen auf ihre Arbeitsjahre wären das knapp 14 Euro. Tariflohn aber wird nur in den von der Zentrale geführten Rewe-Märkten gezahlt. Das sind 1600 Filialen. 1200 Rewe-Märkte aber werden von selbstständigen Kaufleuten geführt. Hier gilt der Tarifvertrag nicht. Ich habe lange in einer anderen Filiale gearbeitet. Da habe ich immer Tariflohn bekommen. Das kannte ich gar nicht. Und jetzt, ich bin entsetzt, wie das hier abläuft. Uns wird ein internes Rewe-Dokument zugespielt. Es macht deutlich, die Rewe Group billigt dieses Zweiklassensystem. Empfiehlt für die freien Filialen nur einen Lohn von 7 oder 7,50 Euro. Weit unter Tarif. Unterzeichnet auch von einem Mitglied des Vorstandes. Ich bin in Düsseldorf bei der Gewerkschaft Verdi. Nordrhein-Westfalen ist das Stammland von Rewe. Ich treffe Lieselotte Hinz. Die Meinung von Verdi ist eindeutig. Was ist das für ein Lohn in Ihren Augen, 6,50 Euro? Das sind Dumpinglöhne. Das sind Dumpinglöhne und sie sind sittenwidrig. Das muss man eindeutig feststellen. Und Sie wissen, dass wir einen Mindestlohn fordern von 8,50 Euro zurzeit. Für uns sind das unhaltbare Zustände. Da werden zulasten der Gesellschaft Einzelhandelsunternehmen subventioniert. Und das geht nicht. Das finde ich menschenverachtend. Wenn ich sowas weiß, gehe ich auch eigentlich bewusst nicht mehr dahin. Als Verbraucher weiß man sowas ja nicht.
Wie kann man das ändern? Einzige Möglichkeit für Sandra, eine Klage gegen Rewe. Ihre Chancen? Gut. Eine andere Rewe-Mitarbeiterin konnte Anfang des Jahres einen höheren Lohn erstreiten. Statt sittenwidriger 5,50 Euro verdient sie heute 9 Euro bei Rewe. Dennoch, ein Risiko bleibt, im Anschluss den Job zu verlieren. Sandra will es trotzdem riskieren. Ich mach das jetzt. Ich zieh das durch und vielleicht stehen ja dann auch andere auf und verändern was. Und wie sieht es bei den zentralen Rewe-Filialen aus? Sie zahlen Tariflöhne, haben Betriebsräte. Ist dort also alles fair? Nein, sagt Massimo Bognani, ein Kollege von uns. Ich treffe ihn in Köln. Im letzten Jahr arbeitete er undercover für eine Recherche in diesem Rewe-Markt, als Regaleinräumer. Angestellt war der 28-Jährige nicht direkt bei Rewe, sondern bei einer Firma namens Teamwork. Vermittelt wurde er an Rewe per Werkvertrag. Als Fremdfirma macht Teamwork das weit unter dem Rewe-Tariflohn. Massimo Bognani verdiente mickrige 6,50 Euro die Stunde. Für mich war es eine empfundene Zweiklassengesellschaft. Der Kontakt untereinander war kaum, wenn auch in den Pausenräumen zum Beispiel, den habe ich einmal kurz mitgenutzt, dann hieß es direkt, was machen die denn hier? Werkverträgler werden für Supermärkte wie Rewe immer attraktiver. Sie sind die neuen Leiharbeiter, nur günstiger. Denn bei der Leiharbeit gibt es mittlerweile einen Mindestlohn. Mit den Werkverträgen, dort gibt es noch keinen Mindestlohn, dort gibt es diese Regel nicht, kann man einfach deutlich billiger die Beschäftigten ins Unternehmen holen. Wie würden Sie das bezeichnen? Für mich ist das Lohndumping. Werkverträgler sind per Vertrag nur für ihr Werk zuständig, zum Beispiel das Einräumen eines Regals. In der Praxis aber wird mehr von ihnen erwartet. Eindrücklich zu sehen im Schulungsfilm, den der Journalist bekam. Wie jeder andere Mitarbeiter des Marktes geben wir höflich Auskunft und helfen weiter. Der Kunde ist immer König. Deshalb sind wir stets höflich und zuvorkommend. Wenn ich hier, wie auch ein Festangestellter, die Kunden beraten und betreuen soll und dann verwischen dort eben die Grenzen und dann kommen wir auch in eine Zone, die rechtlich auch problematisch werden kann. Arbeitsrechtler bestätigen das. Zumal Massimo Bognani auch Anweisungen von Rewe-Mitarbeitern bekam. Bei Werkverträgen nicht erlaubt. Ich finde das schon bezeichnend, wenn ein Unternehmen einfach solche gesetzlichen Grauzonen sucht und auch gezielt nutzt. Der Journalist arbeitet heute beim Handelsblatt. Veröffentlicht wurden seine Recherchen im letzten Jahr aber noch im Stern. Viele Leser reagierten entsetzt. Wer gar nicht reagierte, war Rewe. Der Slogan ist ja jeden Tag ein bisschen besser. Sehen Sie das jetzt mit anderen Augen? Ja, natürlich. Also ich gehe natürlich jetzt auch ganz anders durch den Supermarkt. Und immer, wenn ich auch die Regaleinräumer sehe, dann weiß ich genau, unter welchen Bedingungen und für welche Löhne die arbeiten. Und von daher hat das natürlich einen Beigeschmack, dieser Slogan. Konfrontiert mit unseren Recherchen schreibt uns Teamwork, es handle sich um einen Einzelfall. Rewe versichert, das Unternehmen stelle weitestgehend sicher, dass es keine gesetzes- und sittenwidrigen Arbeitsbedingungen gibt. Dennoch, wir haben sie gefunden. Rewe jeden Tag ein bisschen besser. Unsere Recherchen ergeben ein anderes Bild. Fazit unseres großen Rewe-Checks. Die Preise zwar mitunter auf Aldi-Niveau, die Qualität aber nicht immer gut. Tags wie nachts, die Verführung funktioniert bestens. Der Erfolg des Unternehmens aber geht immer wieder auch auf Kosten der Mitarbeiter und Lieferanten. Und wie ist das bei der Deutschen Post? Nächste Woche an dieser Stelle der große Postcheck. Marktreporter